Hallo und einen guten Morgen zur Kaffeerunde. Ich hoffe, ihr habt das Heißgetränk eurer Wahl bei euch und wir schauen gemeinsam mal, was die Woche so gebracht hat. Eins vorweg, ihr habt ja ganz oft eine Katzencam gewünscht. Damit kann ich leider noch nicht dienen, weil meine GoPro schlicht permanent im Dojo ist, weil ich damit mein Training aufnehme. Aber ich habe vorhin mal Nox ein wenig gefilmt und es wird am Ende bei Sonstiges dann einfach hoffentlich eingeblendet, sodass ihr zumindest ein wenig Content habt, weil sie einfach mittlerweile, während ich das Ding aufnehme, mit etwas anderem beschäftigt sind. Aber schauen wir mal. Ich weiß ja auch noch nicht, so was passiert. Zunächst mal, wer es gesehen hat, die drei Herren haben die Debatte wahrscheinlich auch gesehen und werden sich wahrscheinlich ins Fäustchen gelacht haben. Ja, ich gehe später noch kurz drauf ein, aber es ist nicht so ganz das, was man von einer Präsidentschaftskampagne und Debatte erwartet. Und wir gucken mal, ob vielleicht da bei den Demokraten noch eine Überraschung passiert. Zum kleiner Insider. Zunächst müsst ihr ein bisschen dabei sein, um zu wissen, wer das ist. Und offenbar muss man heutzutage wissen, was das ist. War mir aber auch neu, muss ich zugeben. Und naja, wir haben jetzt ein paar Neuigkeiten im KI-Bereich. Ich hoffe dennoch, dass es dazu nicht so wirklich kommen wird. Wir haben eine relativ heftige Woche vor uns eigentlich. Natürlich haben wir wieder einen Feiertag, ne? Also Independence Day am Donnerstag. Aber davor knallt es doch ganz heftig. Wir haben eine Menge Inflationszahlen, vor allem am Mittwoch dann auch die Services, die einfach in der letzten Zeit immer noch sehr, sehr hoch sind und zumindest in den USA der Grund sind, warum wir noch nicht so ganz runtergehen. Wir haben dann nochmal am Dienstag Paul und Lagarde. Lagarde kommt dann am Freitag auch nochmal. Und wir haben die Meeting Minutes, wo es auch nochmal interessant sein wird, wie sie gestimmt haben vor allem. Okay. Also es bleibt auf jeden Fall interessant heute Nacht, beziehungsweise wenn ihr das dann irgendwann sehen solltet, zumindest am Sonntagabend hätten wir, am Sonntagmorgen hätten wir die PMI-Zahlen aus China. Da gucken wir mal, ob das vielleicht auch irgendwelche Auswirkungen hat. Und wir haben den ganzen Tag über die französischen Wahlen, zumindest den ersten Teil davon. Da kann es also sein, dass es da auch noch vor allem für Europa ein wenig Veränderungen gibt oder Auswirkungen hat. Und ja, das ist doch einmal eine ganz eine heftige Woche. Earnings sind dagegen eher seicht. Also wenn ihr nicht gerade in den vier Hansele-Aktien drin seid, sollte uns das wenig betreffen. Wir gucken ansonsten einmal in die Charts. Zunächst mal, wir hatten ja den SPX Roll, beziehungsweise den JP Morgan Hedge Roll und wir sind zwar in den Futures nicht auf ein neues Allzeit hochgekommen, allerdings im SPX und auch im SPY. Also im SPX haben wir die 5500 geknackt und im SPY haben wir auch die 550 geknackt. Das hat ein wenig damit zu tun, ich hatte es am Sonntag angesprochen, dass wir nur ganz knapp dann tatsächlich vom Call Teil, also vom Short Call im JP Morgan Hedge entfernt geworden sind. Wir haben die neuen Rolls, die unterliegen ja einer festen Regel. Das Ding ist also Delta-neutral, wurde auch am Freitagabend noch einmal justiert, aber es sind wieder markant Levels. Das heißt, wenn ihr irgendwas mit SPX und SPY zu tun habt, würde ich euch die Levels mal raten, für die nächsten 3 Monate zumindest mal auf euren Charts zu haben, weil sich da auch recht viel anderes Hedging, aber auch andere Trade-ID-Ideen versammeln. Und ganz wichtig, ne, also wir haben in den Futures jetzt nichts Neues, aber in den beiden anderen ist es immer wichtig, welches Instrument ihr handelt, auch wenn ihr CFDs tradet oder was auch immer. Es muss nicht immer alles gleich laufen und vor allem bei den CFDs gibt es ja teilweise erhebliche Unterschiede. Achtet da einfach drauf, dass das im Einklang damit ist, was ihr tradet. Ansonsten haben wir ja eine relativ ruhige Anführungszeichen Woche hinter uns, zumindest im ES. Wir haben, wie ihr hier seht, eine leicht bärische Woche im ES, also auch nicht wirklich der Rede wert. Hat sich zur letzten Woche her nicht viel verändert. Wir haben eine recht große Range am Freitag gehabt. Es sieht nicht arg viel anders aus im Nasdaq, der ja immer in letzter Zeit etwas schwächer war, aber der hat sich eigentlich auch gut gehalten. Auch hier haben wir nichts Neues. Von daher, ich denke, es war jetzt eher eine Coiling-Woche, um auf die ganzen Daten in der kommenden, also jetzt anstehenden Woche zu warten. Und dann sehen wir mal. Grundsätzlich könnten wir hier auch eine Base bilden. Wir haben hier unten noch Strukturen, die wir abrufen könnten. Und ja, Allzeithoch ist eh immer ein Thema.
Der Wirtschaft geht es momentan gut, den Bevölkerungen eher nicht so. Also da bleibt relativ viel Spielraum. Ansonsten würde ich dazu jetzt nicht viel sagen. Da hat sich eigentlich nicht wirklich was geändert in den letzten 5 Tagen. Und Russell hat sich wieder hochgekämpft tatsächlich, ist zwar wieder abgefallen unter der SMA 100, aber er hat zumindest mal hochgeblickt. Kein schlechtes Ergebnis, ist eigentlich der einzige Index, der sich so richtig bewegt hat. Also das schürt ein wenig Hoffnung, dass wir nochmal das Ganze versuchen. Müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, wie vor allem der Dollar sich bewegt. Hier haben wir doch einen starken Aufwärtstrend. Ich gehe davon aus, weil wir haben jetzt auch ein neues Quartal, dass wir durchaus mal diese Highs da noch uns anschauen. Und wenn wir da eine Vogelperspektive höher gehen, haben wir da wirklich noch einiges zu tun. Und wir haben vor allem diesen starken Abfall noch zu bewältigen. Und selbst wenn wir bärisch auf den Dollar sind und natürlich bullisch für die Indizes, ich mache es gleich in Farbe, haben wir hier trotzdem noch ein normales, selbst im bullischen Fall, im bärischen Fall, Retracement noch vor uns. Das heißt, Hälfte der Range wäre tatsächlich das ehemalige High vom Dezember 23. Also das sollte wahrscheinlich im Bereich liegen. Und hier auch Schließung der Fair Value Gap wäre immer noch in einem schönen Retracement und das wäre weiterhin bärisch, ne? Das wäre einfach jetzt ein Retracement dieses massiven Drops hier so. Wenn ihr tatsächlich bärisch auf den Dollar seid, würde aber heißen, dass wir noch einfach ein bisschen bei den Indizes oder bei den Aktien auf den Deckeln bekommen. Also da müssen wir ein bisschen drauf achten. Sieht momentan sehr bullisch aus, deswegen wäre ich sehr vorsichtig mit Langfristwetten im Markt. Und wenn dieses dumme Zoom-Ding mal weggehen würde. So. Wenn wir in die Volatilität gehen, die ist auch in den Keller. Wir hatten natürlich einen gewissen Anstieg noch, was die Präsidentschaftsdebatte anging, aber ansonsten trotten wir da weiter. Gibt wenig Hedging. Die Zero Days von der Anzahl nehmen immer mehr zu. Und der Spike am Freitag, wenn man überhaupt von Spike sprechen möchte, ist tatsächlich auf die Adjustierung auch, was den JP Morgan Roll angeht, zurückzuführen. Und das hat sich auch bei der längerfristigen Hedging-Sache nicht groß geändert. Also da passiert wenig im Lummerland. Und ja, würde ich mir auch kaum Gedanken machen. Gold hat sich so ein bisschen gefangen, wurde aber dennoch weiter abverkauft. Also wir haben einen starken Drop gehabt. Dann haben wir nochmal die 20er und die 50er SMA auf dem Daily versucht zu kriegen, hat aber beides dann letztlich nicht funktioniert und es hat ein Abverkauf unter die 20er so stattgefunden. Wird spannend sein, wenn sie jetzt nicht irgendwie groß Traction gewinnen. Kann es gut sein, dass wir runter brechen, weil wir den Retest einfach verfehlt haben. Also da einfach aufpassen, falls ihr noch in irgendeiner Form im Gold drin seid. Und ansonsten gucken wir mal ganz kurz, was die Kryptos machen. Konsolidierung, Schrägstrich, Abverkauf geht weiter. Hier haben wir auch jetzt die 100er gefailt. Also gehe ich davon aus, dass wir schon auch noch ein wenig runtersehen. Ihr seht die Wochenperformance. Das sieht nicht wirklich rosig oder grün aus. Ähnlich bei Bitcoin. Hier sind wir noch weiter gedroppt. Haben tatsächlich bald einen Retest von der 200er hier unten vor uns. Könnte auch, je nachdem, wie stark wir droppen, ein Retest von dem Low noch sein. Und dann geht es halt darum, ob es hält oder nicht. Wenn nicht, dann könnten wir noch weiter droppen, wenn wir hier auch mal ein wenig die Perspektive ändern. Wir haben hier einfach noch eine Menge Struktur, wenn wir nicht höhere Preise kriegen. Und es sieht momentan einfach nicht so aus, die wir aufräumen könnten. Also bitte aufpassen, wenn ihr erst kürzlich bei Bitcoin oder Ethereum rein seid. Das kann sich relativ schnell nach unten entwickeln, wenn wir hier keine Käufer finden. Das Level hat schon einmal gehalten, ne? Also die 56.000 rum. Aber schauen wir mal. Momentan sieht es nicht so aus, als wäre der Markt jetzt groß mit dicken Käufern gesegnet. Wenn wir auf den DAX gehen, wir haben uns hier wieder ein bisschen gefangen, mehr anderen so unterhalb der 50er und der 20er, haben aber in der 100er SMA tatsächlich Support gefunden. Hier hatten wir auch einen schönen 618er Retest und jetzt schieben wir uns langsam nach oben. Ich denke, hier wird es auch entscheiden, generell für den DAX, wie jetzt die französische Wahl ausgeht, weil wir dann doch sehr eng verbunden sind und auch das für Europa schlicht Auswirkungen hat. Also da würde ich aufpassen. Aber wenn ihr zum Beispiel Channel tradet, sind wir hier eigentlich in einem sehr schönen Channel nach oben ein wenig, wo man
durchaus beide Ranges auch spielen kann, wenn ihr es denn live tradet und wenn wir in den Fuzzy gehen. So, wenn wir in den Fuzzy gehen, einen kleinen Moment. Okay. Dann sind wir hier auch wieder unter die 20er und es ist nicht nett, dass du denen ihr Hinterteil, dein Hinterteil zeigst, gell? Sei mal freundlich. Na? Okay, wir machen das so. Siehst du auch ein bisschen, der Fuzzi, der interessiert dich jetzt nicht so, gell? Aber damit musst du jetzt leben. Du hast dich ja hier eingezwängt. Der ist jetzt nämlich auch unter die 50er und die 20er. Willst schlafen? Ist das so? Na gut, ist auch für dich heiß mit Pelz, ne? Ja, könnte wieder ein Retest von dem 05er sein. Ich habe den eh nicht als so stark empfunden, weil wir da unten einfach noch ein paar Levels haben, die wir antesten könnten. Das heißt, je nachdem, wie sich's entwickelt, könnten wir da tatsächlich nochmal hier runterbrechen, unter die 8000 vielleicht sogar, oder die 8000 retesten. Das wäre die 100er SMA. Momentan, die Wahlen sind ja auch demnächst in England. Da könnten wir also auch eine gewisse Reaktion von den Aktienmärkten noch sehen. Und eigentlich war es das auch dann von den Aktienmärkten, zumindest visuell. Wir springen deswegen mal wieder ins PDF. Ja, vielleicht so ein kleiner Hinweis, dass ihr immer drauf schauen solltet, was ihr einfach in den Portfolios habt. Und ja, auch mal eventuell die Sachen behalten und guckt, was eventuell noch Geld bringt. Ich sage jetzt nicht, dass jeder von euch Dividendeninvestor sein soll oder werden soll, hat momentan eher ein paar Probleme, aber ja, vielleicht ein wenig langfristiger an die Vermögensvermehrung denken. Und dann passt es eigentlich auch. Und das rechts oben, das hatte ich jetzt einfach schon länger angesprochen. Wir haben einfach eine sehr große Unterscheidung zwischen den Mega Caps und den Big Caps und den Small und Middle Caps, wie sie mit ihrer Schuldenrefinanzierung und Schuldenstand überhaupt umgehen können. Und die Großen haben es einfach verstanden oder konnten sich's leisten, die Schulden in Niedrigzinsumfeld schön zu refinanzieren. Und das seht ihr auch. Also wir haben jetzt zwar ein paar Expiries, aber alles extremst moderat. Und danach wird es vor allem die nächsten Jahrzehnte wird es extrem lächerlich, weil sie einfach langfristig Schulden aufnehmen konnten. Und die Small Middle Caps haben das eben nicht geschafft, beziehungsweise hatten nicht die ja, Verhandlungsmöglichkeiten mit den Banken oder mit den anderen Kreditgebern. Und bei denen sieht es jetzt einfach ab 2026 ziemlich heftig aus mit eventuellen Refinanzierungen oder allgemeinen Belastungen. Das heißt, das ist ein Grund, warum die Small Caps einfach auch nicht vom Fleck kommen, weil da in der Zukunft einfach noch größere Probleme eventuell auf manche zutreffen. Also da einfach aufpassen. Und hier ein schöner Artikel, dass vielleicht ja, Verluste in Balance Sheets nicht unbedingt das Mittel der Wahl sind. Beziehungsweise vielleicht sich gegenüber früher einige Bewertungskriterien geändert haben, weil wir einfach in anderen Zeiten leben. Das heißt, dass man vielleicht nochmal auf die Earnings Statements ein wenig anders schauen sollte. Wer sich dafür interessiert, kann sich da ein wenig schlau machen. Dann eine neue Kategorie, Nvidia Only. Ich habe gedacht, mit den, also wenn es schon die bestbewerteste Aktie der Welt ist, kann man das ruhig mal machen. Ja, also wir haben ja einen kleinen Drop gehabt und einfach mal so als ja, als Erklärung, was das Ganze bedeutet hat. Ich muss kurz mal die Juni vom Mikrofon wegnehmen, weil sonst haben wir wieder ein Problem. Gell? Also wir haben einfach jetzt eine Größe von Nvidia erreicht, die, wo normale Intraday beziehungsweise zumindest mal wöchentliche Änderungen riesige Market Cap Auswirkungen haben und auch so die Vergleiche langsam hinken. Ihr seht aber unten auch gleichzeitig, dass spätestens nach dem Quartals-1-Report wieder Massen das Zeug kaufen. Also da ist die bullische Kauflust weiterhin ungebremst und das ist einfach momentan so, dass ihr wirklich euch Nvidia als Indikator auf die Charts packen könnt oder zumindest rechts in die Leiste, weil
Je nachdem, wie das performt, wird das eine starke Auswirkung auf den Restmarkt haben. Ich muss jetzt hier gerade mal zwei Katzen handeln. So, ich werde nachträglich mal gucken. Ich hoffe, dass die Audiosache in Ordnung ist. Mit Boxen kann man die ganz gut beschäftigen. Das klappt so. Ja, und auch im Gegensatz zu ein paar Jahren, aber auch ein paar Monaten haben wir jetzt auch eine fast hundertprozentige Analysten-Strong-Buy-Abdeckung, was Nvidia angeht, die ja wirklich wahnsinnige Price-Targets jetzt auch rausgehauen haben. Das könnte man durchaus auch als FOMO betrachten. Also da müssen wir mal gucken, ob das nicht ein wenig backfeiert. Aber momentan ist da wohl kaufen und hochbewerten das Ding oder das Mittel der Wahl. Gleichzeitig haben wir halt eine massive Outperformance der US-Tech-Industrie gegenüber sämtlichen anderen in der Welt. Und da sind wir einfach, ich muss kurz mal Nox von Blumen fernhalten. So, da sind wir einfach auch jetzt jahrzehnteweit zurück in einem massiven Run. Spricht nicht gut für den Rest der Welt, ist aber auch gleichzeitig dann eine Erklärung, warum wir uns so massiv auf die USA fokussieren, beziehungsweise weil wir auch in allen MSCI World oder sonstigen Geschichten, World ETFs, so eine starke Gewichtung haben, weil sie einfach am besten Rendite bringt. Und ist immer die Frage, ob man was anderes dazu beimischen sollte, muss, je nachdem, ne? Also momentan läuft es einfach und deswegen hat es schon seine Berechtigung. Und wir haben auch gleichzeitig eine gewisse Diskrepanz, wie Software und Hardware sozusagen zu bewerten ist. Hedgefonds beziehungsweise auch ETF-Indexersteller lieben eher das Geld in der Hand sozusagen, also was Fassbares. Also sie fokussieren sich sehr stark auf Hardware. Das kommt eben auch Nvidia zugute und den ganzen Semis. Und Software ist immer noch so ein bisschen, naja, neumodisches Zeug, ne? Die Leute sind ja einfach auch älter, die momentan die großen Hedgefonds führen, das darf man nicht vergessen. Und deswegen sehen wir da auch einfach eine starke Gewichtung gegen das physische, für das physische und gegen das nicht physische. Das sollte man vielleicht auch ein wenig immer im Hinterkopf behalten. Dann, wer es noch nicht kennt, eine ziemlich ernüchternde, möchte man sagen, niederschmetternde Doku, der Banker. Da wird ein deutscher Ex-Hedgefonds oder Banker permanent interviewt und so ein bisschen um Kommentar gebeten. Ja, da haben wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, ohne jetzt natürlich zu exposen, aber ja, ist schon sehr bedrückend, lohnt. Also guckt den euch an, nehmt euch aber Zeit, lasst den nicht nebenher laufen. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es das da eine Reihe davon gibt, wo man einfach so Ex-Leute, die einfach ein bisschen jetzt reden dürfen, wo im Zweifel auch die NDAs abgelaufen sind, da mal ein bisschen über die Praktiken mehr reinbekommt. Das Interessante, schrägstrich Spannende ist, dass er als nächsten Dominostein, der eventuell fallen würde, tatsächlich Frankreich sieht, wegen den auch innenpolitischen Spannungen. Und das Ding ist schon älter, aber wenn man jetzt gerade die innenpolitische Situation in Frankreich auch gerade mit den Neuwahlen sieht, kommen da einem schon beängstigende Parallelen. Also wenn ihr Zeit habt, lohnt auf jeden Fall, guckt es euch bitte an. Gleichzeitig haben wir im übrigen Rest der Welt und nicht nur in den USA, eben auch in der Eurozone, eine starke Persistenz von der Service-Inflation, die bleibt einfach weiter oben und hält momentan ein wenig den Rückgang der Inflation im Zaum. Also da wird es spannend sein, wie sich das in den nächsten Quartalen oder Monaten auch im Rest der Welt auswirkt oder eben für uns interessant in Euroland. Und generell haben wir jetzt auch immer mehr Debatten und Kommentare für die US-Wahl. Ist eben die Frage, lassen Sie Biden drin oder passiert noch was auf dem Demokratenkongress? Gucken wir mal. Auf jeden Fall können wir davon ausgehen, dass die Volatilität generell zunimmt. Das heißt nicht, dass jetzt super viel passieren muss, aber es könnte zumindest intraday oder als Reaktion auf bestimmte innenpolitische, politische Ereignisse eine höhere Volatilität packen. Es könnte auch sein, dass der VIX einfach steigt bis zur Präsidentschaftswahl und dann abbricht. Also da einfach ein wenig drauf aufpassen. Und auch wenn es hier die wenigsten
Tage sich zeigt, dass wir Sommer haben, merkt ihr, wenn ihr aktiv tradet, dass einfach die Liquidität jetzt schon im Keller ist und viele, viele einfach jetzt nicht im Markt involviert sind. Und das bewirkt natürlich auch, dass wir größere Jumps haben bei wenig eingesetztem Kapital. Und hier ist so ein bisschen ein Kommentar von einem Goldman Hedgefonds Manager, der jetzt langsam mal ein wenig Risk-Off sagt. Das heißt nicht, dass er glaubt, dass wir jetzt wieder bärisch werden sollten, aber es lief gut. Es ist jetzt ganz gut auch Geld eingefahren worden und wir hatten jetzt ja Quartalsende. Ich habe es im Discord auch erklärt. Die ganzen Manager oder die Leute, die einfach die Portfolios für die Reichen dieser Welt verwalten, die wollen eigentlich nur ihre Bonis. Ne? Die haben, natürlich werden die gut bezahlt, aber eigentlich geht es in dieser Welt nur um ihre Boni. Und da müssen sie einfach ihre, weiß ich nicht, 8% Targets oder was auch immer sie haben, erreichen. Und die hören dann auch auf. Das ist vielleicht, ja, wenn ihr für euch tradet oder wenn ihr generell auf Gewinn aus seid, das haben die tatsächlich verinnerlicht. Also wenn jetzt in so einem geilen Bullenrun, wenn die ihre 8% erreicht haben, verkaufen sie oder stoppen sie mit dem Traden, weil warum aufregen? Ich kriege nicht mehr Geld, wenn ich da jetzt noch 2-3% raushole. Ich will meine 8%, ich kriege meinen Superboni fürs Quartal und sogar noch stärker. Dann verkaufe ich lieber Assets, das ist das, was wir durchaus in den letzten Wochen gesehen haben, damit ich wieder neu reinkomme und dann fürs nächste Quartal eine bessere Performance vorweisen kann. Ne? Also das sind einfach ja die Gedanken, die wo auch einfach großes Geld bewegt wird und das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil es einfach anders läuft, als wir vielleicht im Zweifel denken und auch traden. Wenn wir zur KI gehen, wahrscheinlich habt ihr es gesehen, vom ehemaligen, oder sie heißen, glaube ich, immer noch Toys R Us, aber sind ja jetzt auch von einem Private Equity Ding aufgekauft worden. Die haben mit Sora einen Werbespot gemacht. Ich fand ihn gar nicht schlecht. Man sieht natürlich, dass es nicht real ist, beziehungsweise dass es generiert ist, aber im Vergleich zu den vorherigen, zu diesen Mini-Sora-Schnipseln, die ja auch schon sehr impressive waren, aber wo man halt noch diese fünf Hundebeine und so weiter gesehen hat, ist es schon verdammt gut. Also wir haben jetzt auch wieder in wenigen Monaten eigentlich oder wenigen Wochen sogar eine extreme Weiterentwicklung der Fähigkeiten von Textprompt in Video KI-Generierung und gucken wir mal, was das jetzt, wenn die Kapazitäten besser werden, auch für längere Filmchen angeht oder wenn man da die Prompts noch anpassen kann, ist auf jeden Fall mal ein Statement, finde ich. Und klar, wir erkennen das jetzt noch, aber lasst das mal ein, zwei, drei Jährchen noch älter werden und dann ja, müssen wir mal uns wahrscheinlich warm anziehen. Heißt natürlich aber auch für die ganze Werbefilm- und generell Filmbranche wahrscheinlich eine riesige Umstellung und wahrscheinlich auch ja, verschiedene Jobs, die einfach nicht mehr benötigt werden. Hier ein sehr, sehr spannender Artikel von einem chinesischen KI-Experten, der eben auch im Zuge jetzt von dem, der aus OpenAI weggegangen ist, dem Ilya, der jetzt sein eigenes Safe-KI-Unternehmen gegründet hat, einfach wie man jetzt mit zukünftigen Modellen Schranken einbaut, dass sie eben begrenzt werden oder eben auch nicht schadhaft werden können. Einfach so ein bisschen technisch-philosophisch wahrscheinlich auch, aber was auch technisch möglich ist, könnt ihr euch hier in der Financial Times ein wenig durchlesen. Und dann hatten wir die Kooperation von OpenAI und Microsoft. Und hier ist das Spannende, der Copilot ist ja jetzt noch nicht so wirklich super gut. Das dauert wahrscheinlich auch noch. Das erkennen allerdings auch Kunden, die das Ding schon größer einsetzen wollen im Zuge von Microsoft Office 365 und so weiter. Und man sieht jetzt einen Anstieg von normalen Abo-Abschließungen bei OpenAI, weil sie eben sagen, das normale Modell ist besser als das, was sie einfach für Microsoft da jetzt designt haben. Und auch Microsoft intern gibt es da eher ja, nicht so gute Kritiken, weil sie jetzt einfach als Selling-Plattform für OpenAI sich fühlen. Und man muss ja zugeben, OpenAI hat nicht wirklich ein Sales-Team. Ne? Die profitieren einfach jetzt schlicht durch Werbung oder auch durch solche Geschichten. Also gucken wir mal, wie es da noch interessanter wird. Ansonsten, so persönlich, ich spiele jetzt immer mehr mit Claude rum oder Claude, keine Ahnung. Finde ich sehr cool. Ich bin tatsächlich kurz am Überlegen, ob ich mir da auch ein Abo klicke. Also wenn da jemand schon Erfahrungen hat, meldet euch gerne. Ich
bin noch am Überlegen, entweder ChatGPT oder Claude, aber Claude funktioniert bei mir fast sogar besser. Und die Datei-Upload-Geschichten sind da wesentlich einfacher. Also wenn da jemand ja, Kommentare hat, gerne schreiben oder wenn ihr es nicht öffentlich haben wollt, auch gerne mir direkt schreiben. Ja, dann gehen wir zum leidigen Thema, diese katastrophale Debatte. Also wenn ihr es nicht angeschaut habt, schaut euch irgendeine amerikanische Zusammenfassung an oder guckt euch die ganze Debatte an. Ja, zusammenfassend katastrophale Performance von Joe Biden. Es wurde relativ schnell nachgeschoben, dass er irgendwie erkältet ist. Man muss zugeben, dass er auf der Wahlkampfveranstaltung kurz danach ein komplett anderes Bild gegeben hat. Man sind wir ehrlich, die beiden werden in irgendeiner Form Aufputschmittel schon auch in ihrem Cocktail haben. Da muss man jetzt nicht von Drogen sprechen, aber die werden schon irgendwie ein bisschen aktiviert. Kann sein, dass das da A nicht funktioniert hat oder dass er tatsächlich krank war, wie auch immer. Performance war katastrophal, haben auch tatsächlich in den NATO-Bündnispartnern Beunruhigung ausgelöst. Da gab es doch einige Kommentare. Und gleichzeitig hat Trump, muss man dazu sagen, auch ja, gelogen. CNN hat ihn nicht gestoppt, was ich komisch fand. Also irgendwo muss es da schon ein Fact-Checking geben. Aber sah einfach besser. Er ist nicht ausgerastet und hat einfach generell ja, ein gutes Bild abgegeben. Man sieht es in den Wettbüro- und den Ausgangsbefragungen und man sieht es auch hier. Ich weiß nicht, ob die Demokraten sich dazu hinreißen können, anderen Kandidaten da hinzukriegen. Er hat relativ gute Chancen, aber man kennt ihn halt auch fast nicht. Ich persönlich bin immer noch Buttigieg oder AOC-Fan, weil sie einfach gute Politiker sind, egal wie sie in manchen Positionen zu extrem sind und deswegen schwer vermittelbar. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass zumindest einer von beiden in der Zukunft noch irgendwo ein Thema sein wird. Aber jetzt wird das für die beide wahrscheinlich zu kurzfristig sein, weil sie halt doch in vielen Wählerteilen nicht wählbar sind. Aber da sehe ich zumindest Entwicklungspotenzial. Ansonsten, wenn sich da nichts tut, müssen wir uns halt leider doch irgendwo mit einer Trump-2-Geschichte anfreunden und vielleicht sich da mal auch Gedanken machen, wie das weitergeht. Aber beide sind irgendwo nicht wirklich geeignet, wahrscheinlich die Entscheidung treffen zu müssen, die demnächst in den nächsten Monaten und Jahren auf die USA zukommen. Aber gut, das sind einfach die Kandidaten, die wir haben. Dann ein bisschen untergegangen in dieser ganzen Sache, aber eigentlich viel, viel wichtiger. Der Supreme Court hat extremst heftige Urteile gefällt. Also was hier nicht drauf ist, ist das Chevron-Urteil, was sie zurückgenommen haben. Also sie haben massiv die Möglichkeiten eingeschränkt, wie Federal Institutions ja Bestimmungen praktisch auf die Bundesstaaten auswirken können. Also es gab ja die Idee, dass bestimmte Restriktionen je nach Klimaerwärmung oder auch Hitzelevel gemacht werden. Das wird verboten. Also das wird jetzt auch innenpolitisch massiv eine Veränderung der Politikmöglichkeiten auch des Bundes geben. Dann gab es natürlich direkt nach den 6. Januar Sturm aufs Kapitol-Geschichten sehr, sehr viele Schnellurteile, auch von nicht nur staatlich, also bundesstaatlichen Stellen, sondern auch von, also nicht von New York, sage ich mal, oder Washington, sondern auch vom Bund und also von Bundesjustiz und die wurde jetzt auch massiv zurückgenommen. Also da sind auch Obstruction of Justice Änderungen ein wenig reingekommen. Das haben sie auch zurückgefahren und sie haben jetzt auch einfach einen massiven Verbot an ja letztlich Obdachlosen, die irgendwo übernachten. Also die können jetzt weggeschafft werden und es ist verboten unter Strafe, Androhung. Und ja, also relativ heftige Entscheidungen. Und es waren noch nicht mal die wichtigsten. Es gab davor noch kurz, dass jetzt praktisch doch die bundesoffiziellen Zuwendungen, man könnte es auch Bestechungen annehmen dürfen, bis zu einer erhöhten Grenze. Und dann hätten wir unten praktisch noch, sie sind jetzt gerade am Entscheiden, wie es mit den staatlichen Abtreibungsgesetzen losgeht.
Dazu eben eine kleine Statistik noch, weil die Entscheidung kommt wahrscheinlich bald. Ja, in Texas, die sind ja Vorreiter des Ganzen gewesen und da haben wir jetzt eine Erhöhung der Sterblichkeit von ja, Babys. Nee, nicht Frühchengeburten. Ja, also ja, Geburten von 14% gegenüber den anderen Bundesstaaten. Also ja, wir gucken mal. Ich glaube immer noch, dass das durchaus ein wahlentscheidendes Thema in den USA werden könnte. Aber dafür müssten die Demokraten auch ein wenig die Guts haben, das Ganze als Wahlkampfthema zu machen, wo sie sich ein wenig noch davor ja, scheuen, wie auch immer. Aber Supreme Court haut momentan recht heftig durch mit der republikanischen Mehrheit und da kommt wahrscheinlich noch einiges auf uns zu. Wenn wir da mal wieder auf die Wirtschaft gehen in den USA, schlecht. Wir haben, was immer so ein bisschen positiv verkauft wird, dass praktisch die Haushaltsbewertung immer weiter höher steigt. Aber eigentlich heißt es, dass eventuell das verfügbare Einkommen beziehungsweise das verfügbare Spending-Einkommen auch immer weiter kleiner wird, ne? Wir haben jetzt praktisch so langsam tatsächlich die Covid-Polster aufgebraucht. Die Leute kaufen weniger. Wir haben jetzt auch diese Woche einen Einbruch bei den ganzen Retail-Geschäfte, also bei den Consumer Goods gesehen, McDonald's ist eingebrochen, Nike ist eingebrochen, weil einfach die Leute auch weniger kaufen. Und man sieht das ja hier auch durchaus. Die Leute haben weniger Geld, also was wird weniger gemacht? Es wird weniger essen gegangen, es wird weniger Nicht-Essentielles gekauft. Also die ganzen Nicht-Luxusgüter, weil die Leute können sich das meistens noch leisten, aber eben vielleicht Premium-Kleidung, wie auch immer, oder dann wird das T-Shirt halt noch ein paar Monate länger getragen. Also da wird einfach ja, kein Geld mehr ausgegeben und das merken einfach die Firmen. Und ich finde das hier nicht wirklich positiv, weil es einfach heißt, dass eventuell das Haus besser bewertet wird oder im Wert steigt, aber nicht unbedingt, dass es der Familie besser geht. Und das ist einfach momentan ein wenig das Problem, dass wir hier eine Diskrepanz haben. Aber da sage ich euch auch nichts Neues. Das ist ja irgendwie ein generelles Thema. Wir haben weiter ein Ansteigen der Arbeitslosenzahl, also der Jobmarkt beginnt ein wenig zu bröckeln und auch generell das Bundesdefizit steigt weiter, die Schulden steigen weiter und das könnte eben mit noch einem steigenderen Arbeitslosenzahl oder Abschwächung des Jobmarktes noch in neue Höhen katapultiert werden. Wir sind natürlich im Vergleich zu den Covid-Spikes und den Great Financial Crisis-Spikes weitaus niedriger, aber je nachdem, wie stark der Anstieg werden könnte, könnte es da auch nochmal rumpeln. Und ne, also das kommt so ein bisschen zur letzten Folie. Also momentan müsst ihr ein Mindesteinkommen von $66.000 Dollar im Jahr haben, um euch ein völlig normales Apartment leisten zu können. Die haben ja jetzt auch ganz gut Lohnerhöhungen bekommen, aber kann sich trotzdem mal jeder von euch überlegen, das ist ja der Median, ne? Da gibt es dann Ausreißer nach oben und unten, aber ob das so vergleichbar ist mit eurer Situation oder wie es da bei uns aussieht. Also ich glaube, das wird einfach immer schwerer für die normale amerikanische Bevölkerung. Und ja, schauen wir mal, wie lange das gut geht. Wenn wir nach Europa springen, haben wir, wie vorhin schon ein bisschen angeklungen, ein weiteres Abschwächen der Inflation. Gehen auch alle Trendbefragungen und Vermutungen eigentlich, dass wir on track sind, wahrscheinlich sogar wesentlich besser als die USA. Wir müssen jetzt auch mal gucken, wie die weiteren EZB-Entscheide aussehen, aber das sieht eigentlich recht gut aus. Und ja, ein etwas katastrophaler Bericht aus dem Nachbarland. Also anscheinbar gibt es da in Österreich ein feuchtfröhliches Treiben russischer Spione, die über Firmen da recht große Besitzungen innerhalb der Stadt haben, da riesige Abhörsachen aufgebaut haben. Wird jetzt berichtet auch, dass es ein eigenes Café gibt, was eigentlich nur von russischen Spionen, also von KGB-Spionen, geführt wird in der Nähe von bestimmten Politiktreffpunkten und Regierungsgebäuden und die halt da entsprechend auch ganz gute Satellitentechnik und sonstige Sachen hingebaut haben. Ja, liest sich nicht gut. Wer sich dafür interessiert, kann sich hier mal ein wenig schlau machen. Und wenn wir gleich in die Ukraine springen, die Sachen kamen jetzt letztens zum einen,
Ist ein bisschen misleading, wird auch falsch teilweise berichtet. Also es ist nicht so, dass Israel jetzt 8 ihrer aktiven Batterien in die Ukraine transferiert, sondern Israel mustert 8 ältere Patriot-Systeme aus und diese werden oder würde die USA gerne in die Ukraine schicken. Es würde der Ukraine massiv helfen. Für die älteren Dinger gibt es teilweise natürlich auch wesentlich bessere Munitionsversorgung. Und in Anführungszeichen, böse gesagt, es reicht halt, die älteren Systeme in die Ukraine zu schicken. Die werden dann mit den russischen Bedrohungen halt dann doch auch noch fertig. Und Israel kann einfach die neuen Modelle bekommen. Gleichzeitig gab es momentan oder bis vor kurzem einen de facto Bann für amerikanische Contractor, also Military Contractor Firmen, überhaupt in der Ukraine tätig zu werden. Das ist natürlich dann immer noch ja, eine Risikoabwägung der einzelnen Firma, ob sie da ihre Leute hinschicken möchte. Aber es gibt jetzt wohl die Erlaubnis, dass sie es dürfen, ne? Also theoretisch könnte dann die Ukraine oder auch europäische Partner mit solchen Firmen jetzt Verträge abschließen, dass sie eventuell ja, geliefertes Gerät warten, eventuell auch Lieferungen machen, ganze Reparaturshops eventuell aufbauen und so weiter. Also das ist jetzt möglich. Das war die ganze Zeit während des ganzen Krieges nicht erlaubt. Also da sehen wir auch eine Änderung. Gleichzeitig ist wohl jetzt de facto die russische Offensive gescheitert und sie graben sich ein, also sie machen jetzt mehr, also erwarten eine ukrainische Gegenoffensive und die Ukraine versucht gerade massiv sämtliche Pioniergeräte, die sie daran schaffen, mit First-Person-View-Drohnen zu zerstören, schaffen sie auch sehr gut. Also da werden einige Spezialtraktoren nicht mehr nach Hause gefahren, sondern die werden einfach zerstört, weil sie natürlich auch keine Abwehrmaßnahmen haben. Und momentan sind wohl die Eingrabungsarbeiten relativ klein und nicht wirklich erwähnenswert. Es wird natürlich versucht, da noch mehr zu machen, aber ja, die eigentliche Offensive ist wahrscheinlich zumindest auf dem Boden gescheitert. Gleichzeitig hat die Ukraine wohl, es ist ja, ne, wir wissen es nicht genau, wir haben nur bestimmte Berichte und da glaube ich einfach den UK-Sachen etwas besser als irgendwelchen random Twitter-Sachen, weil die ja dann doch über andere Aufklärungsmöglichkeiten auch verfügen. Also die Ukraine hat wohl einen Drohnen-Operator-Center der Russen relativ heftig getroffen, die wahrscheinlich jetzt die Kapazität von First-Person-View-Drohnen in den nächsten Wochen ein wenig limitieren wird. Also das ist eigentlich auch eine ganz gute Nachricht. Und ansonsten sehen wir, wenn wir kurz noch da bleiben, wahrscheinlich nicht unbedingt staatlich forciert, aber doch ein wenig Nachkommen von chinesischen Firmen auf die Sanktionen, also die großen Schiffsbauer, die immer noch starke Kontakte zu Russland hatten, nehmen jetzt davon Abstand und zwar proaktiv. Also es gab da keine Aufforderungen in irgendeiner Form, sondern sie sagen, nee, sie möchten eigentlich mit den europäischen und amerikanischen Partnern noch weiter Geschäfte betreiben. Deswegen werden sie da jetzt einfach den Sanktionen Folge leisten. Und auch hier, das ist recht spannend, weil also momentan wird ja relativ viel an russischem Handel in chinesischer Währung ja, gemacht. Und wenn jetzt die Bank of China da bestimmte Finanzinstitutionen bannt, klappt es ja dann auch nicht mehr. Also so langsam gehen dann den Leuten auch die Möglichkeit aus. Und das ist dann doch schon irgendwo staatlich. Also relativ interessant, ob da in den nächsten Wochen noch mehr Infos rauskommen. Ja, wie da jetzt die Verbindung ist. Ne? Auf der einen Seite macht man auf gut Freund, aber jetzt folgt man dann doch den Sanktionen. Das wird also relativ spannend. Einfach so als Vergleich, also der Secondary Bond Market ist jetzt von China über die letzten Jahre massiv gestiegen und ist jetzt einfach kurz nach der USA, hat uns also auch überholt. Da ist also auch noch Geld da, beziehungsweise Interesse da. Und ist immer so die Frage, wie man, klar, es wird viel Geld rausgezogen, aber es wird dann über chinesische Bonds auch relativ viel investiert und benutzt. Also da gibt es eine ganz starke Rotation offenbar rein in China, auch wenn es jetzt in den letzten Monaten vielleicht ein wenig geschwächelt hat. Dann für euch so als ja, Idee oder Übersicht, welche internationalen Firmen mit welchem Volumen eigentlich so in China unterwegs sind, die eventuell einfach auch durch Sanktionen betroffen werden können oder so durch Sanktionserleichterungen.
Könnt ihr euch hier mal eine kleine Übersicht machen? Kurz nochmal zurück. Ich bin mir nicht sicher, aber wir hatten ja Habeck und andere Vertreter in China und China hat wohl erwirkt, dass zumindest mal diskutiert wird, diese Elektro-Strafzölle zu lockern bzw. ganz zu lassen. Einerseits haben dann wohl auch China, hat auch China dann ein paar Probleme oder Strafzölle ihrerseits auf vor allem deutsche Firmen in Aussicht gestellt, dass die reduziert werden. Eventuell haben die beiden Sachen natürlich auch damit zu tun, dass man sagt hat, schaut mal, man könnte ja als Europäische Union da schon ein wenig davon abgehen. Eventuell gibt es ja aber von euch andere Möglichkeiten, uns entgegenzukommen. Wie wäre es zum Beispiel da mit verschiedenen Sanktionen? Keine Ahnung, mag auch sein, dass ich hier völlig ins Blaue spekuliere, aber zeitmäßig kommt das beides sehr genau auf diese Besuche von Habeck und anderen europäischen Vertretern. Also weiß ich nicht, aber mir kam das zumindest in den Gedanken. Dann hier eine kleine Übersicht. Ich werde wahrscheinlich auch demnächst mal so ein Video zu China generell machen, weil es kommen jetzt in der nächsten Zeit sehr, sehr wichtige Kongresse in China, die teilweise auch mehrjährige Auswirkungen auf chinesische Politik haben. Und damit man da mit diesen ganzen Komitees, das wird dann eventuell falsch übersetzt, auch in deutschen Medien ganz gerne, damit man eine Übersicht bekommt, erstmal hier als kleines Infobitchen, wie was miteinander zusammenhängt und welche Komitees und welche Kongresse eigentlich wichtig sind. Aber da gibt es einfach mittlerweile zu viele und vielleicht mache ich da eine kleine Infotafel und Infovideo, wenn euch das interessiert. Aber es gibt demnächst jetzt einfach einen wichtigen Kongress Mitte Juli, glaube ich, die vor allem was Finanzierung und Märkte angeht, relativ starke Entscheidungen mit sich tragen könnten. Aber ich denke, da werden wir in den nächsten Kaffeerunden mehr dazu hören. Dann, wir springen auf die Welt, auch so eher für euch, für eure Portfolio-Geschichten, wenn ihr aktiv irgendwie Einzelsachen handelt, so in allen vier Erdteilen, eine Befragung von verschiedenen Hedgefondsmanagern, die long-only sind, das ist ganz wichtig, ne? Also was sie gerade overweight und underweight haben. Relativ spannend, dass die Amerikaner so ein wenig davon abgegangen sind. Vielleicht kennt ihr manche Aktien, vielleicht nicht, aber so als auch Recherchemöglichkeit, was zumindest die Leute, die viel Geld bewegen, momentan so in ihren Kärtchen haben, kann man sich da vielleicht einige Positionen auch gerne mal anschauen oder vielleicht auch abändern, wenn ihr in gleichen Sachen investiert seid. Ja, creepy am Schluss. Wir haben ein wenig Roboterhaut aus echter Haut. Da haben wir erstmal ein kleines Smiley-Gesicht und das sieht jetzt natürlich noch nicht menschlich aus, aber hier wird eifrig geforscht, damit vor allem Japan ist ja wirklich entscheidend, dass die ihre ganze Altenpflege ja durchaus mit Robotern jetzt schon machen. Aber die sollen jetzt noch ein bisschen hübscher aussehen und nicht nur aus LED-Gesichtern bestehen. Und jetzt versucht man es halt mit sowas. Gucken wir mal, wohin das noch führt und wie das treibt. Ich habe dann schon leichte Will Smith AI-Vibes, aber gucken wir mal. Ja. Mal sehen. Aber ist auf der anderen Seite vielleicht auch medizinisch interessant, wie sowas überhaupt dann in der Wildbahn überleben kann und ob es da vielleicht dann für Transplantationsgeschichten so sekundäre Ergebnisse gibt, die da auch mit reinschwingen. Dann haben wir eine starke Millionärsmigration, soll es geben. Aus Krisenherden dieser Welt haut man ab und versucht woanders sesshaft zu werden. Das ist, denke ich, wenig überraschend. Das ist relativ spannend und das sehen wir ja auch hier teilweise, dass da durchaus ganz gerne in Steueroasen verschoben wird. Die Schweiz ist auch ganz gut mit dabei. Und UK, das ist sicherlich Brexit zurückzuführen. Also da haben wir interessante Wechselbewegungen. Ja, kann man sich mal anschauen. Vielleicht betrifft es ja von euch einige in Zukunft. Wer weiß, wer weiß. Aber da habt ihr dann verschiedene Destinationen, wo man sich da vielleicht ein besseres Leben aufbauen könnte. Krypto, wir haben es schon angesprochen, wir haben extrem starke Outflows generell. Wir sind noch nicht im April, aber es wird doch einige, die in Anführungszeichen zu spät auf den Markt gesprungen sind, tiefer getroffen haben und vor Probleme einfach gestellt haben. Also da einfach aufpassen, dass ihr da nicht irgendwelche Bags haltet, die ihr nicht haben wollt. Und jetzt zeige ich euch hoffentlich, wie das funktioniert, ein wenig Nox, was sie so die letzten Tage macht. Wir haben dieses kleine Ding und dann habt ihr ein wenig Katzen-Content, ohne dass sich die Leute und die Mädels, die jetzt eh vor Erschöpfung schlafen, umbringe. Und das macht sie momentan sehr intensiv. Sie findet das Ding toll und das Schöne ist, das ist so stark, dass sie es nicht zerstören kann.
Und ja, ich würde sagen, ich lasse euch das jetzt einfach mal noch zu Ende anschauen, ohne mein dummes Gelaber. Und wir sehen uns nächstes Mal. Bis bald. Ciao, ciao.